Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich möchte Sie einladen zu einem Abend mit Klaus Töpfer, Sonntag, den 19. September um 19.30 Uhr hier in der Wallfahrtskirche Klausen. Klaus Töpfer ist sicherlich ja eine sehr prominente Gestalt, die sich schon sehr früh für die Belange der Umwelt eingesetzt hat. Er war schon früh Umweltminister und hat daher ja unsere Blicke auf die Belange der Umwelt, manche würden auch sagen Mitwelt, gerichtet. Und hier in Klausen versuchen wir ein bisschen ja solche Gedanken umzusetzen durch unsere Wildwiese, durch die Tiere, wie zum Beispiel ja die Henne Frieda, die sich heute mal hier in dem schönen Garten aufhalten kann. Wenn Sie Klaus Töpfer hören wollen, ihn vielleicht ein bisschen näher kennenlernen wollen, er ist nicht nur ja ein Mann für die Umwelt, sondern er hat sich auch sehr für die Belange des afrikanischen Kontinents eingesetzt, für das, was wir Entwicklungshilfe nennen. Und über viele Dinge mehr werde ich mich mit ihm unterhalten. Morgen Abend bzw. Sonntag, den 19. September um 19.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Klausen. Wir sehen uns in Klausen. Alles Gute!